Hallali und welcome back zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Auge und zwar schauen wir uns in diesem Video einmal an, wie wir es nachbauen können oder wie es gebaut wird. Das ist ein, wie ihr das aus der Vergangenheit kennt, eher so ein typisches Einkaufsvideo, wo allerdings ein größerer Teil dem Nachbau gewidmet ist und dieses Mal sogar in Form eines Videos. Und ja, ich würde sagen, so viel muss man jetzt eigentlich zu den ganzen Teilen und so gar nicht sagen. Ich habe das trotzdem alles mal hier reingebracht, sodass ihr genau seht, was alles da drin steckt oder dahinter. Starten wir als erstes mit der Einleitung. Hier sehen wir die CX-Version, das habt ihr auch gerade schon im Intro gesehen, beziehungsweise auf der ersten Seite, dass es sich hierbei um die CX-Version handelt, was eine überarbeitete Version ist, die noch zusätzlich eine akustische Ausgabe hat, die man auch ausschalten kann, also an- und ausschalten kann man die. Und die soll dann auch noch akustisch über ein Überschreiten hinweisen, also wenn ein UV- oder Infrarotwert überschritten wurde, den man eingestellt hat. Genau, also das ist jetzt hauptsächlich dazugekommen. Es wurde noch so ein bisschen am Quellcode rumgearbeitet, aber wie gesagt, das mit dem akustischen über so einen kleinen, wie man den nennt, Buzzer, ist halt das Eigentliche, was da mehr passiert ist. Ja, und die Idee, das kennt man eigentlich auch jetzt hier aus dem Vorstellvideo, das ist halt wegen der Vollspektrumkamera, die ja in diesem UV-Infrarot-Bereich auch noch die Möglichkeit hat, ein Foto zu machen, beziehungsweise da auch die Lichtwellen mit aufzunehmen. Und ja, das Auge, das misst halt auch immer diese beiden Werte und wenn halt der Wert überschritten ist, dann wird darüber informiert. Und ganz unten sieht man nochmal so eine kleine Grafik, was man hätte auch noch machen können, allerdings war das jetzt nicht einfach so umzusetzen. Man könnte rein theoretisch das Auge ja über ein Kabel mit einer Kamera verbinden. Und wenn das Auge ein Überschreiten eines Wertes feststellt, wäre es ja dann rein theoretisch möglich, dass die Vollspektrumkamera in diesem Bereich auch fotografiert, sodass man gezielt nach einem höheren UV- oder Infrarotwert ein Foto macht von diesem Bereich. Allerdings ist es natürlich so, dass diese Kameras einen individuellen Anschluss haben und von daher ist es nicht einfach so möglich, da so einen Anschluss an das Gerät jetzt dran zu bauen, also an das Auge. Also von daher eher so Zukunftsmusik. Beziehungsweise müsste individuell dann hergestellt werden. Aber die Idee ist auf jeden Fall recht gut. Machen wir weiter mit dem Herz und zwar mit dem Sensor, welcher dahinter steckt. Und zwar habe ich jetzt hier den Adafruit SI1145 benutzt. Darunter ein paar Links über so ein paar Infos oder auch das Datenblatt. Und dieser Sensor kann halt Infrarotwellen erkennen, beziehungsweise halt das infrarote Licht. Und den UV-Teil auch. Allerdings ist jetzt hier bei diesem Sensor das so, dass der UV-Anteil exakt berechnet wird. Was vielleicht nicht immer 100% optimal ist, aber was man dagegen machen kann, beziehungsweise wie man das Ganze noch verbessern kann, das sehen wir auf dem nächsten Bild. Ja, jetzt hier eine bessere Sensorkombination in Form eines Doppelherzen. Wir können ja unseren SI1145 Adafruit-Sensor ganz normal benutzen und würden den dann über einen echten UVA- und UVB-Sensor erweitern. Hier von Adafruit gibt es den VML6075. Und einen anderen Infrarotsensor gibt es auch noch aus dem Hause Adafruit, das ist der TSL2561. Und ja, wenn man halt diesen UV-Sensor mit einem der anderen beiden Infrarotsensoren verbinden würde oder kombinieren würde, dann hätte man auch einen genau gemessenen echten UV-Wert in Kombination mit einem richtigen gemessenen Infrarotwert. Und hier unten hatte ich nochmal dazu geschrieben, GY1145, da gibt es noch eine günstigere Variante, so eine No-Name-Variante, aber da kommen wir dann gleich später bei den Teilen nochmal dazu. Machen wir weiter mit dem Aufbau. Hier, das kennt ihr jetzt mittlerweile auch aus diesen anderen Videos, dass ich das Ganze auf so einem Steckbrett hier mal nachgebaut habe, beziehungsweise in einer Software. Und ja, hier sieht man eigentlich alle Komponenten. Oben der Sensor, das Display, die Verbindungsart oder beziehungsweise die Datenübertragung ist über I2C, den Arduino Pro Mini, den Buzzer hier links und rechts davon, also ganz rechts, seht ihr den Schalter, worüber ich halt ganz normal die akustische Ausgabe aktivieren oder deaktivieren kann. Unten, ja, vier LEDs noch, da gab es natürlich auch noch so ein paar Änderungen, was so im Laufe des Nachbauens halt sich ergeben hat. Also da im Laufe dieses Nachbauens ist halt so ein bisschen noch was aus platztechnischen Gründen weggefallen. Aber wie gesagt, das seht ihr nachher alles auch in dem Video und bei den Teilen. Schauen wir uns mal an. Also wie gesagt, das ist ja hier der Aufbau der CX-Version. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Teilen. Hier, wie ihr seht, die Teile stand Februar 2020, also je nachdem, wann ihr das Video seht, recht aktuell. Und als erstes mal eine kleine Liste mit den ganzen Sachen, die wir so verbaut haben, beziehungsweise die in die Planung mit eingeflossen sind. Ich habe mich hier für einen Arduino Pro Mini 328p entschieden. Warum? Da kommen wir dann nachher bei dem Mikrocontroller noch dazu, also warum es gerade der 328p geworden ist.
Und ja, hier der Adafruit-Sensor, das SSD 1306 Display in 128x64 Pixel. Da kann man jetzt auch kein größeres oder kleineres nehmen, beziehungsweise müsste dann der Quellcode da individuell angepasst werden. Man kann da nicht einfach, wenn man ein kleineres Display hat, ein größeres anschließen, weil das dann mit diesen ganzen Symbolen oder mit diesen Positionen von den Texten und sowas alles nicht passen würde. Also wie gesagt, das sind jetzt hier die ganzen Teile, die man verbauen kann oder die verbaut wurden in der Vergangenheit. Starten wir jetzt hier bei den Teilen mit dem Sensor, der Adafruit SI1145. Ihr seht jetzt hier knapp 11 € aus Deutschland. Und was mir hier in letzter Zeit bei dem Sensor aufgefallen ist, ist, dass er hier und da mal öfters längere Lieferzeiten hat, aber da kann man halt weiter gucken, wo man den halt so ein bisschen schneller herbekommt, wenn es halt wirklich darauf ankommt, dass man den schnell hat. Aber wie gesagt, das ist mir aufgefallen, dass er entweder gar nicht verfügbar war oder eine ja, deutlich längere Lieferzeit als sonst hat. Die nächste Quelle aus Deutschland hier, da hatte ich den auch bestellt, auch knapp 11 €, also preislich sind die alle sehr identisch. Und hier noch abschließend einen eBay-Link aus England für ja, fast 16 € plus Versand. Also bei eBay auch dasselbe Problem. Da gab es die jetzt so aus Deutschland nicht, zumindest als ich geguckt habe. Aber ich denke, das wird sich früher oder später alles nochmal wieder ja, normalisieren. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber da wird es ja wahrscheinlich auch schneller noch Quellen aus Deutschland geben. Alternative, das hatte ich ja oben direkt am Anfang gesagt, der GY1145, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, so ein China-Nachbau, keine Ahnung. Meine gibt es ja auch aus Deutschland für ja, sogar teurer, für 11,20 € jetzt hier oben. Allerdings bekommt man den jetzt hier auch in China oder aus China über eBay für unter 4 €. Und den habe ich auch mir einmal bestellt und getestet. Also jetzt hier unten den aus China für 3,88 €. Und die Werte sind wirklich identisch mit dem normalen Adafruit-Sensor. Und von daher kann ich da auf jeden Fall sagen, dass sich da es lohnt, den vielleicht auch zu testen, weil der wirklich das gleiche macht wie der von Adafruit. Eine weitere Sensoralternative oder einen ähnlichen Sensor, das ist hier der von Adafruit aus der Flora-Serie. Da habe ich jetzt allerdings keine Erfahrung gemacht. Der kostet ja so ein bisschen weniger vielleicht oder gleich viel. Aber wie gesagt, hier mit dem Adafruit Flora SI1145 Sensor habe ich keine Erfahrung gemacht. Ich habe den nur gefunden und wollte den einfach mal hier mit reinbringen, dass ihr da auch schon was von gehört habt. So, machen wir jetzt hier weiter mit dem Mikrocontroller. Und zwar, ja, wie gesagt, ich habe den Pro Mini 328p genommen. Hier ist einmal so eine Tabelle, wo der 328p und der 168p mal verglichen wird. Und ja, ich habe mich halt für den 328p entschieden aufgrund des größeren Flash-Speichers. Also der hat mehr Speicherplatz für den Quellcode bzw. für den Sketch. Ihr seht jetzt hier, der Sketch hat ungefähr 29.000 Byte, also 29 Kilo. Und das passt auf den 168p halt nicht mehr drauf. Deshalb musste da jetzt der 328p genommen werden. Und wie auch bei den anderen Werten seht, also der doppelt so viel Arbeitsspeicher und einen doppelt so hohen EEPROM. Also EEPROM, das ist jetzt hier der Speicher, wo man dauerhaft Daten reinspeichern kann, also irgendwelche Werte, die jetzt beim nächsten Neustart trotzdem noch da sein sollen. Und ja, also wie gesagt, der 328p musste halt genommen werden aufgrund des großen Quellcodes. Hier jetzt mal der erste Link dazu. Also ihr seht hier, 5 € kostet jetzt aus Deutschland ganz normal. Oder über eBay aus Deutschland oder China hier für 3 € oder 1,88 €. Und eine Alternative, die halt immer geht, ist der Arduino Nano. Der kostet jetzt hier ungefähr identisch, kann man so vom Preis her sagen. Der ist auch vom Speicher her optimal dafür. Also wie gesagt, den kann man auch immer und gerne benutzen. Machen wir weiter mit dem Display, mit dem SSD 1306 in der 0,96 Zoll Variante mit einer Auflösung von 128x64 Pixel und die Verbindung ist I²C. Hier für 6,60 € zum Beispiel. Oder jetzt hier bei dem zweiten Link für 5 € und als drittes nochmal für ja, 5,80 € ungefähr. Also ihr seht schon, preislich sind die ungefähr alle so identisch, wenn man die ganz normal bei so einem Shop holt. Und jetzt hier nochmal über eBay, ihr seht jetzt hier 5,55 € oder aus China für 2,43 €. Was ich jetzt hier nochmal markiert habe, ihr bekommt den einmal in Blau und in Weiß. Das bedeutet also, die Pixel, die angezeigt werden, gibt es entweder in Weiß oder in Blau. Ich hatte jetzt hier bei mir die weiße Variante benutzt. Und hier die Taster, die kennt ihr auch schon aus der Vergangenheit, die nehme ich eigentlich ganz gerne. Die kosten zwar 47 Cent, einer. Gibt es aber in verschiedenen Farben und die Dinger sind echt robust. Die lassen sich super in Gehäuse reinschrauben. Das ist wirklich eine super Sache und die kann ich immer nur empfehlen. Ja, jetzt hier die LEDs, einmal rot und einmal blau. Also rein theoretisch könnt ihr natürlich von den Farben her nehmen, was ihr wollt. Ich dachte mir nur, Infrarot, eine rote LED und UV eine blaue LED. Das sieht auf jeden Fall schicker aus. Hier ist es nur so, dass die blauen LEDs deutlich teurer sind. Also da kann man natürlich gucken, ob man die nehmen möchte oder nicht. Ich fand das auf jeden Fall passend und da müsst ihr natürlich dann auch drauf achten, hinter bei den Vorwiderständen, dass die blauen LEDs so ein paar andere Werte haben. Also jetzt hier 3,3 Volt zu 2,3 Volt zum Beispiel, also wenn ihr es vergleicht und auch ein etwas höherer Strom.
Aber wie gesagt, da könnt ihr rein theoretisch von der Farbe her nehmen, was ihr wollt. Für die, die so ein paar Melodies immer gerne zu Hause griffbereit haben wollen, da gibt es hier, also das habe ich auch gefunden bei eBay, so ein 200er Set mit 5 verschiedenen Farben. Alle die gleichen Werte, also jetzt hier 3 Volt, 20 mA. Also wer da so ein bisschen auf Vorrat haben möchte, der kann natürlich auch sich solche Sets zulegen. Vorwiderstand, ja, passend zur LED, also das kennt ihr natürlich auch aus der Vergangenheit. Jetzt hier habe ich es natürlich nur so gemacht, dass nicht jede LED einen Vorwiderstand bekommt, sondern ich habe die beiden LEDs, wie ihr unten in der kleinen Grafik seht, parallel geschalten. Und dann habe ich einfach nur einen Vorwiderstand genommen. Da addieren sich natürlich so die Werte bzw. der Strom. Da habe ich natürlich einen doppelt so hohen Strom bei dem Vorwiderstand. Das ist ja wichtig beim Rechnen. Aber ich brauche dann pro Farbe nur einen Vorwiderstand. Und ihr seht jetzt hier, was sich da ergeben hat. Einmal 68 Ohm und 30 Ohm. Und jetzt hier seht ihr Vorwiderstand höher wählen. Das mache ich mal ganz gerne, weil mir sind die LEDs in der Regel immer viel zu hell. Und das hat nämlich dann immer viel höhere Vorwiderstände. Und ich habe das gleich mal für euch, also hier seht ihr das Ganze auch nochmal so einen kleinen Testaufbau gemacht. Ich habe das Ganze ganz normal mit 5 Volt versorgt. Und ihr seht jetzt hier rechts, da habe ich ja den Link, den ich schon ein paar Mal mit angegeben habe, zur Vorwiderstandsberechnung. Und rein theoretisch wird der dann 62 Ohm rauskommen. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier gleich so einen Test mal gemacht und auch noch ein paar Fotos dazu, wie sich die blaue LED von der Helligkeit her dann verändert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 75 Ohm nehme, 100, 150 Ohm und 270 Ohm. Denn ja, manchmal soll es halt dann doch nicht so hell sein und das funktioniert auch einwandfrei. Jetzt hier seht ihr das Ganze, also man kann sagen, kein Problem. Von links nach rechts wird der Widerstandswert immer höher und ihr seht natürlich, die LED wird dunkler. Das kann man eigentlich ganz gut sehen. Vor allem, wenn man sich das 75 Ohm Foto und das 270 Ohm Foto anguckt. Und aus diesem Grund nehme ich halt, wie gesagt, immer einen deutlich höheren Vorwiderstand, um das Ganze so ein bisschen dunkler zu gestalten. So, wie ihr jetzt hier sehen könnt, Änderung aus Platzgründen. Also ich habe das Ganze nur auf je eine LED pro Farbe reduziert. Und normalerweise würden da jetzt hier 150 Ohm und 62 Ohm rauskommen. Aber ich habe mich dann hinterher nach dem Testaufbau für 2x150 Ohm entschieden, also jeweils einmal für Rot und einmal für Blau. Und da müsst ihr halt nur mal gucken, dass die LEDs dann auch gleich hell sind und in diesem Fall waren sie das. Und ja, wie gesagt, aus diesem Grund habe ich dann nur eine LED pro Farbe genommen und einen Vorwiderstand pro Farbe. Jetzt hier seht ihr den Piezo Mini-Lautsprecher oder auch Buzzer genannt. Da seht ihr jetzt einmal hier eBay 3,45 €. 5 Stück oder hier 1 Euro aus China auch oder 1,80 € jetzt hier. Oder jetzt hier seht ihr zum Beispiel 67 Cent oder auch 2 Euro. Also man kann davon bis ausgeben, aber ich würde eher sagen, hier oben 67 Cent, das ist sowas, was realer auf jeden Fall vom Preis her ist. Was wir natürlich auch noch brauchen, hier diesen Schiebeschalter. Da kann man einfach nur zwei Positionen auswählen und damit schalten wir dann unseren Piezo-Buzzer an oder aus. Das funktioniert natürlich alles so über den Quellcode, also der erkennt das, in welcher Schalterposition sich der Schalter befindet. Und von daher ist es auf jeden Fall eine ganz gute Variante. Ja, das Gehäuse ist ja auch immer so eine Geschmackssache, was man da nimmt. Also da könnt ihr natürlich individuell was nehmen. Ich habe jetzt oben hier diese 2,75 € Variante genommen für den Nachbau. Aber wie gesagt, da kann man eigentlich nehmen, was man möchte. Hauptsache, es passt alles rein und gefällt. Ja, als nächstes hier auch wieder der 9-Volt-Clip und so ein Schalter. Also da habe ich euch auch schon zigmal das gezeigt, was man da so nimmt oder was ich immer so nehme. Da kann man auf jeden Fall immer mit gutem Gewissen auch was Günstiges nehmen und muss dann nicht immer irgendwelche teuren Sachen nehmen. Hier für 21 Cent beziehungsweise habe ich jetzt hier für den zweiten Nachbau oder für den ersten Nachbau, die zweite Variante, die 29 Cent Variante genommen. Ja, unter divers, da gibt es auch noch hier wieder unser LED-Halter. Da benötigt ihr halt so viele von, wie ihr LEDs habt. Jetzt hier ursprünglich waren es 4. Und hier weiter die Litze oder die Platine oder auch hier unten die Buchsenleiste. Also da kann man halt gucken. Sowas kann man natürlich auch immer benutzen, aber ja, wie gesagt, wir mussten ein paar Sachen weglassen, weil das alles nicht so vom Platz her da reingepasst hätte. Und ja, Platine und die Buchsenleiste fielen auf jeden Fall raus. So, und damit wären wir durch mit dem eher nicht so aufregenden Teil. Ich meine, die ganzen Sachen, was das Thema Einkaufen oder Teile angeht, das gehört schon irgendwie dazu, dass man genau weiß, was man da verbauen kann oder wo man die Sachen herbekommt und was das Ganze kostet. Aber jetzt wird es halt mal so ein bisschen entspannter oder geht mal so um wesentliche Sachen. Und zwar jetzt hier der Teil mit dem Glas. Das hatte ich ja auch in dem Vorstellvideo schon gezeigt, dass ich da so eine Glaskuppel über den Sensor verbaut habe. Und als allererstes, wie ihr in der Mitte seht, habe ich das Ganze mit einer Murmel versucht, weil ich das ganz cool eigentlich gefunden hätte, wenn man da so eine schöne Murmel als Auge gehabt hätte. Aber das Ganze passt ja nicht. Ihr seht jetzt unten auch warum, beziehungsweise hier rechts, also die Idee nochmal. Licht wird eingefangen. Und eigentlich hätte ich mir das so vorgestellt, dass die Murmel sich aus allen möglichen Richtungen das Licht holt.
innen drin bündelt oder zusammenführt und dann auf den Sensor gibt, aber die Murmel hat einfach aufgrund des Materials oder der Dicke viel zu viel von dem Licht geschluckt und daher war das Ganze nicht möglich. Und als nächstes war es dann so, dass ich mir überlegt habe, ob man eine glatte Glasfläche nehmen kann oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich ja ein zu dickes Material nehme, dann wird auch, wie man das halt bei der Murmel gesehen hat oder wie das bei der Murmel passiert ist, zu viel von dem Licht geschluckt, beziehungsweise es kommt zu wenig Licht am Sensor an. Und wenn ich natürlich auch eine flache Glasscheibe nehme, dann könnte es vielleicht passieren, dass ja nicht alles an Licht reinkommt, was rein soll. Vor allem was jetzt das Licht von der Seite angeht. Und aus diesem Grund habe ich mich dann für ein dünnes Glas entschieden mit einer Rundung. Also rund sollte es auf jeden Fall sein, das war mir von Anfang an klar, aber dann musste ich halt echt gucken, wo ich das Ganze herkriege. Und das sehen wir als nächstes. Ich habe glücklicherweise so ein Glasfläschchen gefunden und zwar beim Teddy. Das war hauchdünn, also so Mini-Gläser sind das, so ein Dreier-Set. Hier unten einmal so ein Foto. Das Glas war bestimmt maximal vielleicht 1 mm. Und das war so richtige schöne kleine runde Fläschchen. Also hier rechts seht ihr so ein Bild zum Beispiel. Und da habe ich einfach unten den Boden, so einen runden Boden weggeschnitten und das Ganze umgedreht und über den Sensor gelegt. Und dann hatte ich eigentlich so ein richtig schönes rundes Auge, was optimal das Licht durchgelassen hat, also wirklich die Werte mit und ohne Kuppel waren identisch. Also da hatte ich dann keine Abstriche, die ich machen musste, aus Grund der Optik. Und ja, wie gesagt, ihr könnt da euch so eine richtig schöne dünne Glasflasche holen, so ein Glasfläschchen hier, so ein Mini-Glasfläschchen. Kosten 3 Stück, 1,50, also sind 3 verschiedene Fläschchen. Und die gibt es auch bei eBay. Ich hatte zuerst hier bei eBay nochmal geguckt, ob ich da vielleicht was Besseres noch finde. Die sind natürlich auch relativ teuer. Auch hier unten so Mini-Reagenzgläser, die könnte man rein theoretisch auch benutzen. Aber hier die besten Ergebnisse waren halt mit diesen Mini-Glasfläschchen vom Teddy. Und dann schauen wir uns hier einmal den Gesamtpreis an, ohne jetzt so ein China-Zeug. Und was sieht man hier? Also der Adafruit 1145, den habe ich ja genommen. Dann den Pro Mini 328p. Das Display, das 1306. 5 Taster. Hier jetzt 2 LEDs. Dementsprechend auch nur 2 Vorwiderstände. Den Buzzer, den Schalter, Gehäuse, einen Ausschalter, 9-Volt-Clip und so diverses Zubehör im Sinne von LED-Halter und das Glas. Und was ich ja gerade schon mal gesagt hatte, manches aus Platzgründen ist einfach rausgeflogen, weil in diesem Gehäuse einfach kein Platz mehr war für irgendwelche Platinen oder sonst irgendwas. Und ja, wie gesagt, das ist ungefähr das, was man ausgeben muss, so 30 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Jetzt hier, ich habe das mal grob zusammengerechnet und es kam mal 32 raus. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten spannenden Teil und zwar das Bauen oder dem Bauen. Ja, das ist jetzt hier der Aufbau, der erste Aufbau vom Nachbau mit allen Teilen, die man so verbaut hat oder die verbaut werden mussten. Das gucken wir uns hier jetzt mal genauer an. Also hier unten links die LEDs, dann darüber die Vorwiderstände, der Schalter, also jetzt hier der Schalter für den Buzzer. Das ist jetzt einfach nur ein Kabel, was ich da zwischen plus 5 Volt und Ground hin und her gesteckt habe. Dann der Arduino, dann da oben der Buzzer. Hier der TTL-Adapter, der UV-Infrarotsensor, jetzt hier von Adafruit, der SI1145 und darunter das Display und hier ganz unten die beiden Tastenfelder für die Bedienung. Und das Ganze ist jetzt hier der, das hat man ja gerade kurz gelesen, der Aufbau mit noch den 4 LEDs, aber wie wir jetzt schon herausgefunden haben, gibt es am Ende nur 2. Hier jetzt auch nochmal die 4 LEDs mit 330 Ohm Vorwiderstand, also jedes LED-Paar hat jetzt hier 330 Ohm. Das habe ich jetzt da benutzt für den ersten Aufbau für 2 LEDs und hinterher für die 2-LED-Variante, also eine LED pro Farbe, da habe ich dann auch nur mit 150 Ohm oder mit 150 Ohm als Vorwiderstand gearbeitet. Hier jetzt mal das Display in groß. Ihr seht, die eigentliche Displaygröße, also von diesen 0,96 Zoll, das ist jetzt hier aufgeteilt in 2,2 cm mal 1,1 cm, also 2,2 breit und 1,1 hoch. Deshalb auch 128 mal 64 Pixel, also das Verhältnis 1 zu 2. 4 Pins hat das Display, also hier 4 Anschlüsse, 5 Volt der Ground und der SCL und SDR für die I²C-Kommunikation. Ergänzend jetzt noch hier zum I²C, da kann es natürlich sein, dass man, wenn man längere Kabel benutzt, dass man da so ein paar Probleme mit der Kommunikation hat und da benötigt man jetzt hier einfach nur so einen Pull-Up-Widerstand, das kennen wir auch aus den vorigen Videos. Und jetzt hier wird dann jeweils die SCL und die SDR-Leitung mit einem 4,7 Kiloohm Widerstand gegen den VCC-Anschluss, also gegen plus 5 Volt geschaltet. Und dadurch, wie gesagt, wird das Ganze als Pull-Up-Widerstand verwendet. Und damit wird dann gesorgt, dass die Spannung nicht zu doll abfällt, wenn man halt längere Kabel benutzt. Aber das brauchte man jetzt hier nicht und ist einfach nur so ergänzend, einfach nur für die, die es interessiert. Ja, und jetzt hier
Das Eigentliche, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, das Video, also ich hatte jetzt das ganze Nachbauen, das ganze Nachgebaute mal dokumentiert in Form eines Videos. Da muss ich echt sagen, das ist wirklich aufwendig, vor allem wenn man das Ganze über mehrere Tage baut. Da sammelt sich ja einiges auch an Daten. Und ja, wie gesagt, das Ganze habe ich jetzt hier in Form eines Videos mal aufgenommen und ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Das ist natürlich so ein bisschen ansprechender als nur einzelne Bilder. Und aufgrund der Länge ist es schon ein bisschen mehr geworden. Das seht ihr auch an der gesamten Videolänge. Ich habe das Ganze ein bisschen mit Musik unterlegt und werde das Ganze auch zwischendurch kommentieren, wenn es da was zu kommentieren gibt. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und klappe die erste. Ja, würde ich sagen, geht's los. Hier als allererstes natürlich das Gehäuse. Das hatte ich jetzt noch da. Ihr seht jetzt hier die ungefähr 90 mm mal 144, 145 mm Variante. Ja, das Gehäuse hatte ich noch da in Weiß. Wobei Weiß ist natürlich auch total schön. Meine Alternative zum Schwarzen. Und was ich jetzt hier als erstes mache, ich gucke natürlich, wie groß jetzt meine Fläche ist, weil ich habe das Ganze mir so überlegt, dass ich die Vorderseite furniere, das heißt also so ein dünnes Furnierholz nehme, weil die ursprüngliche Variante ist ja auch aus Holz gewesen. Und Holz ist auch allgemein schöner Werkstoff. Ja, und ich hatte noch so ein bisschen Furnier da und wollte halt die Vorderseite mit Holz, ja, verschönern. Also es sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als so eine oder Kunststoffseite. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe jetzt hier, ich muss das zweimal machen, weil ich habe jetzt, obwohl ich es eigentlich besser hätte wissen müssen, habe ich hier mit einem relativ flüssigen Kleber gearbeitet. Der macht relativ schnell, dass das Furnier wellig wird. Deshalb da würde ich euch eher empfehlen, irgend so einen Kraftkleber zu benutzen oder zwei Komponentenkleber. Und ja, das Ganze natürlich hier schön alles fixieren, Gewicht drauf. Aber trotz des Gewichtes, wie gesagt, die erste Variante war Schrott. Deshalb musste ich das einmal neu machen. Dann habe ich das mit zwei Komponentenkleber gemacht, weil mein Kraftkleber irgendwie hatte keine Kraft mehr. Und ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Und dann ist es natürlich auch mal wichtig, alles sich mal zu markieren, ne, wo man seine Bauteile unterbringen kann, wo nicht. Und hier seht ihr natürlich schon, man hat echt wenig Platz im Gehäuse. Und deshalb sind auch einige Sachen rausgeflogen. Und war echt froh, dass ich jetzt zum Beispiel hier schon das Display weiter nach unten versetzen konnte. Also so, dass das über dem Batteriefach ist. Weil sonst wäre das einfach nur eng geworden. Weil man hat ja überall die ganzen Kabel im Gehäuse und man möchte ja auch nicht, dass irgendwo was unnötig drauf drückt. Also dass da irgendwelche Kabel sich dann kaputt quetschen. Und hier wird natürlich alles immer schön angezeichnet, ne? Also da muss man echt schon gucken, weil die Gehäuse sind ja, die sind schon relativ groß, wenn man die so in der Hand hat. Aber hier sieht man natürlich schon die Hälfte davon ist Batteriefach. Und was natürlich auch interessant ist, das habt ihr auch beim letzten Video mal gesehen, ich habe jetzt hier wieder ein Batteriefach genommen für 4x1,5 Volt Batterien. Allerdings habe ich dann auch wieder das so gemacht, wie zuletzt, dass ich die mittleren beiden Fächer für die beiden Batterien für den 9 Volt Block genommen habe. Und die äußeren beiden Fächer sind halt leer. Also dieser Umbau von 4x1,5 Volt zu 9 Volt ist so kein Problem. Hier jetzt bei den Tastern, das ist natürlich auch mal so ein Gefrickel da. Aber da habe ich zuerst noch natürlich ein paar falsche Farben benutzt, weil ich hatte, also mir fehlte Farbe Rot, die habe ich dann nachbestellt, aber die ist dann irgendwie falsch geliefert worden. Aber das ist dann hinterher noch alles wieder ordentlich geworden. Also, jetzt hier normalerweise müsste halt eine grüne LED, ach, eine grüne LED, sage ich, ein grüner Taster rot sein. Aber in der fertigen Variante ist es so. Hier natürlich mal schön gucken mit dem Display, wo man da so ein Loch reinbohrt oder rein sägt, denn Löcher, die aus dem Loch, da kann man ja schneiden, wie man will, das wird ja nicht kleiner. Deshalb da sollte man auf jeden Fall immer gucken. Und hier, was ich natürlich auch mal mache, ist das Abkleben, dass man mehrfach immer hin und her zeichnen kann. Dass man da nicht irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Stiften oder so hat, die man da nicht abkriegt. Ja, hier oben, also ich hatte mich jetzt, wie gesagt, aus Platzgründen für zwei LEDs entschieden. Die kommen an die Oberseite, oben links und oben rechts. Und die sind da auch relativ hoch positioniert, weil die Box ist so ein bisschen abschüssig. Und ja, man kann die halt da relativ gut sehen. Oben natürlich auch mal schön hier ausmessen. Oben mittig kommt das Auge hin. Und da seht ihr jetzt hier die Mini-Gläschen. Das sind wirklich so mini kleine Dinger. Und da habe ich mich entschieden, hier so knapp 10, 11 mm nehme ich davon.
muss man natürlich immer ein bisschen gucken, ne, wie groß man das Ganze da ausschneidet und dass das nicht durchfällt. Ich habe halt, das eigentliche Loch ist ein bisschen kleiner und oben habe ich so ein bisschen breiter gemacht, sodass ich dann von oben diesen Teil da draufsetzen kann, wenn nicht durchfällt. Hier Sensorpositionierung. Also jetzt schon das Video, das ist natürlich nicht in Echtzeit, da habe ich dementsprechend ordentlich was schneller gemacht, sonst dauert das, glaube ich, 10 Stunden, bis man da durch ist. Also nicht erschrecken, so schnell arbeite ich nicht. Ja, und jetzt hier habe ich die seitlichen Fächer dafür benutzt, um so ein bisschen was noch, jetzt hier zum Beispiel das Kabel durchzuführen für den 9-Volt-Block. Da muss man natürlich ein bisschen Material wegnehmen, dass man die Kabel da ordentlich durchführen kann. Und die andere Seite habe ich, das sieht man natürlich später auch, habe ich für den Schalter genommen, um den Buzzer an- und auszuschalten. Also es ist wirklich total interessant, wie gut da sowas reinpasst. Also mit dem 9-Volt-Block, das ist wirklich hervorragend, muss ich sagen, dass der da so gut reinpasst. Also da kann man mit einem guten Gewissen auf jeden Fall so eine 1,5-Volt-Batterie Fachvariante nehmen. Ja, und hier sieht man, habe ich mit so einem, das ist kein Dremel, aber vom Prinzip her, ne, habe ich das dann mit so einer geeigneten Spitze da vorne, mit so einem geeigneten Aufsatz da so angeschliffen, also das Glas weggeschliffen da. Kann ich euch auf jeden Fall nur sagen, immer am besten mit Mundschutz arbeiten und Brille, ne, wegen diesen ganzen feinen Glaspartikeln. Und ich weiß gar nicht warum, also beim ersten Auge ging das relativ schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich den falschen Aufsatz genommen habe. Aber ich weiß es nicht. Aber es hat gut geklappt und hier unten muss ein bisschen nachschleifen, ne, dass das alles so glatt ist, dass es hinter auch gerade aufliegt. Das ist, glaube ich, einfach nur, ich weiß gar nicht, ob das, ich meine, das ist einfach nur so ein aus Metall, wie so eine Art, ja, zum Schleifen, glaube ich, war das. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau. Aber es hat auf jeden Fall geklappt, hat ein bisschen gedauert. Ich wollte auch nicht so feste drücken, weil ich hatte nur eins. Weil in diesem 3-Set sind drei verschiedene drin, also drei verschiedene Mini-Fläschchen, und wenn das kaputt gegangen wäre, dann hätte man sich ein neues Set direkt kaufen können. Naja, und hier, wie gerade schon gesagt, da seht ihr, da mache ich gerade so ein Loch rein für den Schiebeschalter, für den Buzzer. Das Loch ist leider ein bisschen groß geworden, ich weiß gar nicht warum, ich habe da immer gemessen und geguckt und auf einmal war es zu groß, aber da habe ich dann auch, das sehen wir dann jetzt hier gleich noch, so ein bisschen Furnier davor gemacht. Dann haben wir auch ein bisschen Holz im Inneren, hier sieht man es schon, da bin ich schon wild am Schnitzen, beziehungsweise am Schneiden, da kann man einfach mit so einem Cuttermesser hier ausschneiden, das ist ja wirklich so ein, ich weiß gar nicht, Millimeter ist es nicht, das ist ein halber Millimeter oder so, dieses Furnier. Und da kann man echt mit prima solche Sachen verschönern. Auch hier mal meine Haare. Sehr gute zwei Komponentenkleber, wie gesagt, kann ich nur immer empfehlen, damit das Furnier zum Beispiel festzukleben. Hier habe ich es direkt gemacht, aber da kann man ja so einiges mit kleben. Lohnt sich auf jeden Fall zu Hause zu haben. Hier haben wir der schöne Testaufbau, da habe ich hier das Display einmal ausgemessen, beziehungsweise die das Display ist ja größer als das, was überhaupt angezeigt wird, also die Auflösung, also hier diese 46x128 Pixel. Das eigentliche Display ist halt deutlich größer, aber man braucht ja eigentlich oben nur die Größe, die man auch wirklich zu sehen bekommt. Ja, und jetzt hier als Schutz, also das Display ist ja aus Glas, aber ich dachte mir, als Schutz werde ich oben nochmal so eine Plastikscheibe vormachen. Da habe ich jetzt hier von einer CD-Hülle, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt, CDs, ja doch. Spaß. Aber da habe ich von so einer CD-Hülle oben diesen transparenten Deckel genommen. Den kann man echt gut ausschneiden. Da habe ich mit so einer Laubsäge, genau. Damit habe ich das ausgeschnitten und habe dann hier nochmal ein bisschen zurechtgefeilt, dass das da drauf passt. Und da habe ich es nämlich auch so gemacht bei dem Display. Also ich habe die Größe außen ein bisschen breiter gemacht, sodass ich das Glas einfach drauflegen kann, nicht durchfällt. Und ja, ist echt eine prima Sache geworden. Es liegt vorne super gut auf. Ah, ich glaube, das mache ich jetzt hier erst. Ja, genau. Also die, da habe ich dann wie so einen Rahmen, wo das halt aufgelegt wird, dass es nicht durchfällt. Habe ich mir jetzt hier gerade schön markiert und jetzt wird das einfach ausgeschnitten. Oben erstmal natürlich das Holz ein bisschen wegschneiden und dann noch ein bisschen von dem Material auch wieder mit unserem, ja, Dremel-Schleifgerät. Keine Schleifwerbung oder so. Aber wie gesagt, erstmal das Holz wegnehmen und dann noch so ein bisschen von dem Kunststoff. Es lässt sich halt super mit so einem Teil da wegfräsen.
Laser. Und ihr seht jetzt hier, das hat echt super da reingepasst. Da muss zwar noch so ein bisschen nachgefeilt werden, aber an sich her ist das wirklich vom Prinzip her recht gut geworden, sodass man wirklich dieses, diesen Displayschutz, dieses transparente Kunststoffteil da so drauflegen kann. Und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da so ein bisschen Mühe auch reinzustecken, dass man das noch zusätzlich macht. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt hätte gebrauchen können oder ob man das überhaupt hätte machen müssen, aber ich dachte mir, das ist auf jeden Fall eine bessere Sache, als wenn man dann hinter so ein verkratztes Display hat. Ja, und jetzt hier der An- und Ausschalter, da hatte ich eigentlich erst vor, den an die Seite zu machen. Deshalb habe ich da jetzt auch das meiste von so aufgenommen. Jetzt erstmal hier so eine kleine Schablone natürlich wieder, dass man weiß, was man anzeichnen muss. Also eigentlich sollte er wirklich da erst hin, der Schalter, der ist aber da nicht hingekommen, weil ich von der Bedienung her, also das wäre wahrscheinlich zu doll im Weg gewesen, das ganze Bauteil. Und seht ihr jetzt hier, unten habe ich das natürlich als zweites Mal angezeichnet und habe mich dann auch, weil da unten, das passte echt gut mit dem Batteriefach, da hatte man genug Platz. Und dann habe ich den jetzt einfach unten hingemacht. Hier auch wieder als Rausschneidender bzw. rausfräsen an der Ober- und Unterseite. Und ja, also es passte wirklich. Manchmal gibt es ja solche Sachen, die dann einfach hervorragend passen. Ne? Da muss ich zwar nur noch so ein bisschen was von den Kontakten da unten wegmachen, aber das Ding hat da unten prima reingepasst. Und ja, weil das Gehäuse ein bisschen rund ist, das ist natürlich überall so ein bisschen rundlich, habe ich das noch so ein bisschen da glatt geschliffen, dass der An- und Ausschalter besser unten aufliegt. Und jetzt hier, was ihr hier seht mit den Kabeln, ich habe mir mal überlegt, weil wenn der Mikrocontroller natürlich im Gehäuse ist, ist das immer so ein bisschen schlecht, wenn man im Nachhinein noch irgendwas aufspielen möchte, also irgendwelche Quellcode-Anpassungen. Und deshalb habe ich mir da einfach überlegt, weil ich hatte eh noch Platz, ne, also in diesem Batteriefachding. Und ja, da dachte ich mir dann, dass ich dann einfach hier so die vier Adern da mit von außen reinlege, die ich dann auf den RXTX Plus und Ground Anschluss da drauflegen kann, sodass ich halt, wie gesagt, den immer von außen noch nachträglich programmieren kann. Also dass ich den nicht immer wieder aufschrauben muss und dann da mich dann so verbinden muss mit dem Teil, sondern, also wie gesagt, so, das ist mir dann so im Laufe der Produktion des Bauens so gekommen, dass ich das halt recht praktisch finde. Und ja, also hier seht ihr jetzt, dass ich die Stromversorgung, die von der Batterie kommt, hier über den An- und Ausschalter laufen lasse. Und das natürlich jetzt hier, damit da nicht, also bei der Stromgeschichte, da habe ich dann schon darauf geachtet, dass ich dann auch hier Stromschlauch drüber mache, dass da keine Verbindung ungewollt zustande kommt, egal wo, ne. So ein Kurzschlüssel, das bringt uns halt nichts. Und hier noch, also die Knoten habe ich da reingemacht als Zugentlastung. Das habt ihr jetzt noch zusätzlich mit Heißklebe verklebt, sodass nicht, dass da jemand mal irgendwie dran zieht und dann irgendwie dann im Gehäuse alles kaputt reißt. Deshalb, also Zugentlastung ist immer sehr wichtig bei allem. Hier, da habe ich einmal geguckt, wie der Schiebeschalter funktioniert, also ob der jetzt von links nach rechts, von links in die Mitte oder wie auch immer durchschaltet, und hier, der schaltet jetzt von der Mitte nach links und nach rechts durch. Dementsprechend habe ich das jetzt auch farblich markiert. Da habe ich jetzt hier den gelben genommen für das, was halt ankommt, beziehungsweise was als Signal zum Controller geht. Und dann habe ich jetzt hier einmal den roten genommen für die Spannung und der andere für Ground. Das heißt, ich schalte jetzt meinen Pin am Mikrocontroller zwischen dem Ground und dem plus 5 Volt durch. Das heißt also, entweder ist das Signal, was da am Pin anliegt, high oder low. Hier natürlich alles schon mal schön verkleben. Heißklebe ist da echt mein bester Freund. Ja, hier, ich war in der Zwischenzeit ein bisschen tätig und habe das Ganze bunt gemalt, nach der ersten Variante so inspiriert, also auch wieder schön bunt. Oben auch das Auge schon reingeklebt und auch links und rechts aus Holz den Rest halt vom Auge erstellt. Da habe ich jetzt nichts drüber so aufgenommen, sondern habe das halt so in der Zwischenzeit mal so gemacht,
weil das ja eigentlich nicht so ja, zum Bau eigentlich hilfreich ist oder so. Das ist halt, wie man das halt gerne machen möchte. Also farblich, ich fand es halt echt passend, weil das erste Auge oder das Grundmodell auch so schön bunt geworden ist. Und von daher fand ich das echt passend, wenn man das auch wieder so schön bunt gestaltet. Ja, jetzt hier als nächstes oder als erstes die Taster. Die werden jetzt hier vom Ground her erstmal alle durchgeschliffen. Den brauchen wir ja sowieso. Und ihr seht jetzt natürlich auch hier schon, dass ich den roten Taster bekommen habe. Also von daher habe ich jetzt hier im rechten Bedienfeld grün und schwarz. Also hier als erstes teste ich nochmal, ob auch wirklich die LEDs funktionieren. Das wäre natürlich mega ärgerlich, wenn nicht. Und wo jetzt hier die Anode und die Kathode ist. Ne, also plus minus. Und ja, wie gesagt, mit den Tastern, da habe ich jetzt hier die beiden Bedienfelder, also einmal den Zweierblock und den Dreierblock. Der Zweierblock war ja für das Menü, um da durchzuwechseln und um den Modus zu starten oder anzuhalten. Also den Alarmmodus und die anderen Tasten, da hatte ich ja einmal hier die blaue, um den UV-Wert anzupassen, die rote für den Infrarotbereich. Die grüne ist, um den neuen Mittelwert zu bilden. Und die grüne in Kombination mit halt einer Farbe von dem Bedienfeld, also rot oder blau, um den Mittelwert bzw. den Auslösewert zu reduzieren. Ja, jetzt hier gerade hatte ich natürlich noch die Vorwiderstände für die beiden LEDs angebracht, die 150 Ohm. Dann jetzt hier habe ich geguckt, wo ich den Adafruit-Sensor am besten unterbringe, sodass der schön mittig natürlich ist. Hier ist schön Heißklebe überall. Und das habt ihr, glaube ich, gerade kurz gesehen. Ich mache immer, wenn es ein bisschen schneller gehen soll, habe ich immer so ein bisschen Druckluft da, damit die Heißklebe schneller trocknet, vor allem wenn man mal ganz schnell was fixiert und dann nicht erst warten möchte, bis es getrocknet ist. Deshalb, da kann man immer ganz gut mit Heißklebe nachhelfen. Hier von hinten, weil ich habe das Display natürlich jetzt von hinten natürlich dann noch zu sehen gekriegt, habe ich mir das alles beschriftet. Das sieht man oben auch im Sensor, also wo da Plus, Minus, der SCL und SDA ist, dass ich dahinter kein Dreher drin habe. Hier auch wieder Druckluft. Und da müsst ihr halt echt dann immer gucken, wenn ihr so ein Display halt anbringt, dass das auch immer schön gerade und also gleichmäßig da aufliegt, dass ihr vorne vor allem die ganzen Pixel sehen könnt. Nicht, dass da irgendwie eine Ecke nicht so ordentlich irgendwie dargestellt wird oder so. Ja. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Hier alles schön verklebt. Und dann geht es jetzt eigentlich zum, ja, eher anstrengenden Teil, also die ganzen weiteren Verdrahtungen zu machen. Jetzt hier als erstes wird der Ground angeschlossen, also jetzt überall, also zum ersten am Sensor und danach hier am Display. Als nächstes habe ich das jetzt hier mit der Datenleitung gemacht. Die werden dann einfach ganz normal jetzt parallel angeschlossen, also das Display und der Sensor. Und die gehen dann einfach weiter hinterher zum A4, A5 für Mikrocontroller. So, jetzt hier einmal ganz schön groß nochmal, dass man sich das auch mal von Namen angucken kann. Und als nächstes kommt jetzt hier die Spannung, die natürlich auch nicht fehlen darf beim Sensor und beim Display. Da habe ich natürlich auch wieder schön den Stromschlauch genommen, weil wegen der Spannung, dass da irgendwie nichts, man weiß ja nicht, wie die Kabel hinterher gedrückt werden oder gegen den Kurzschluss entsteht. Und jetzt hier in Gelb seht ihr, da habe ich jetzt die ganzen Taster und die LEDs mit verbunden, also da die ganzen Adern dran gelötet und die werden dann hinterher, so wie sie sind, auf dem Mikrocontroller aufgelegt.
Na, ihr seht schon, da ist ordentlich was los von den Kabeln her und deshalb, also da musste aus diesem Grund echt einiges rausfliegen, sonst hätte das nicht gepasst. Also jetzt hier in klein, ihr seht, das ist hier dieser passive Buzzer. Der bekommt natürlich auch noch seine Adern. Da habe ich auch dann immer erst überlegt, wo ich den am besten dann unterbringen kann. Also muss man ja auch hören. Der ist zwar allgemein relativ laut, aber da habe ich dann auch noch geguckt, wie ich das noch ja, optimieren kann. Aber das sehen wir dann gleich. Ich habe als erstes jetzt hier den Mikrocontroller erstmal da mit ins Spiel gebracht. Das hat auch noch eigentlich am meisten Zeit ja, in Anspruch genommen, also da die ganzen ja, Adern drauf zu legen. Weil vor allem, ich habe jetzt hier, ich hatte den leider nicht nochmal, den 328. Sonst hätte ich den ohne die ganzen Pins genommen. Dann hätte der auch noch ein bisschen weniger Platz weggenommen und man hätte die Adern da viel besser dran löten können. So musste ich jetzt hier das Ganze an die Pins dran machen. Und naja. Hier, wie ihr seht, ich habe jetzt, das sieht man da unten rechts, haben wir noch gerade gesehen. Ich habe jetzt die Pins erstmal so zur Seite gebogen, sodass ich weiß, welche ich brauche und welche nicht. Und vor allem, wenn die halt gerade stehen, dann nehmen die halt noch mehr Platz weg. Und ja, also zur Seite biegen hat auf jeden Fall auch so ein bisschen Platz eingespart. Und die Pins, die ich nicht gebraucht habe, die habe ich alle weggeschnitten, dass da nichts irgendwie im Weg steht oder wie auch immer. Und ja, also so war schon irgendwie am besten. Aber ohne Pins natürlich wäre es noch besser. Wenn ich die ganzen Buchsenpins da nicht gehabt hätte, dann wäre das auch, wie gesagt, einfacher gewesen oder würde auch schneller gehen. Und das Ganze ist natürlich noch viel flacher. Und jetzt hier lege ich oder befestige ich gerade die Datenleitung vom Sensor oben und da gehe ich mit auf A4 und A5 beim Mikrocontroller. Hier kommt die Spannungsversorgung, da nehmt ihr natürlich wieder den RAW-Eingang natürlich wegen den plus 9 Volt. Und ja, Funktionstest scheint alles zu funktionieren. Das ist natürlich auch wichtig, nicht, dass man sich da vertan hat oder so mit irgendwelchen Testern. Deshalb, das sollte man auf jeden Fall auch kontrollieren, dass das alles funktioniert. Das Display, also es macht nur hier diese schwarzen Balken wegen der Frequenz hier, also die Wechselfrequenz da vom Display und weil er die nicht übereinstimmt mit der Wiederholungsfrequenz jetzt hier von der Kamera. Deshalb, also in echt sind da diese Streifen natürlich nicht. Das kennt man ja, glaube ich, auch, wenn man manchmal so früher einen Fernseher oder sowas gefilmt hat, wenn da irgendwelche Frequenzen, Wiederholungsfrequenzen nicht übereingestimmt haben, dann bekommt man diese schwarzen Balken. Aber wie gesagt, der Funktionstest war auf jeden Fall erfolgreich. Und wie seht hier, keine unnötige Schleichwerbung für irgendwelche Firmen machen. Deshalb die weißen Balken. Ja, an aus, alles funktioniert, Buzzer, alles funktioniert. Und jetzt hier nochmal abschließend so ein paar Bilder. Ich hatte die Innenseite. Überall, wo irgendwelche Lichtquellen durchscheinen könnten oder wie auch immer, habe ich hier mit so ein bisschen schwarzem Lack
überstrichen und die manche Pins noch mit Heißklebe zusätzlich befestigt. Also nicht, dass ich da irgendwas schneller lösen kann, als man das gerne hätte. Und hier abschließend nochmal ein paar Bilder vom fertigen Produkt. Unten der Schalter. Display haben wir alle gesehen jetzt hier. Die Beschriftung habe ich noch gemacht. An, aus, ne? Links ein Serviceanschluss halt und rechts für die Akustik. An der Seite, ich weiß gar nicht, ob man das so richtig gerade gesehen hat, aber an der Seite, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gezeigt, mit dem Buzzer, also da hatte ich mal so ein Loch reingemacht für den Buzzer, also dahinter ist der Buzzer und damit halt der Schall besser nach außen klingt, habe ich da dieses Loch noch reingemacht. Ja, und dann war es das auch eigentlich schon mit diesem Video. Ja, das war echt viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Jetzt machen wir mal kurz weiter mit der Anleitung, also Anleitung. Zum einen könnt ihr euch ja das Vorstellvideo bei YouTube angucken über das Auge. Das erklärt natürlich auch relativ viel, auch die ganze Bedienung. Und jetzt hier die Anleitung in der Beschreibung natürlich wieder zum Downloaden. Hier mal so zwei Seiten. Die Anleitung hat insgesamt 5 Seiten und wurde auch immer weiter bearbeitet. Also vom ersten Auge bis zur CX-Version. Und da sind natürlich ein paar Sachen reingekommen, ein bisschen was rausgeflogen. Aber wie gesagt, das Ganze könnt ihr euch gerne auch runterladen und da mal genau durchlesen, um auch das Ganze zu verstehen, wie das funktioniert. Jetzt hier der Test. Da könnt ihr euch eigentlich auch das Vorstellvideo angucken. Also ich habe jetzt hier keine großen weiteren Informationen, außer nochmal, was den Stromverbrauch angeht. Aber da würde ich auf jeden Fall sagen, kann man sich am besten, was den Test angeht, das YouTube, das Auge-Video angucken. Und jetzt hier sehen wir einmal den Verbrauch. Das ist jetzt der Verbrauch vom Testaufbau. Allerdings mit zwei LEDs, also da ist das Ganze schon abgeändert worden. Und wie ihr seht jetzt hier, habe ich jetzt von allen möglichen Situationen den Strom gemessen und auch das Ganze fotografiert. Und ihr seht jetzt im Live-Modus, das ist ja der Modus, der am längsten oder am häufigsten verwendet wird, da sieht man, ist der Verbrauch 24,5 mA. Und was man dazu auch noch sagen kann, wie ihr jetzt hier unten bei den beiden Bildern seht, mit dem weißen Hintergrund, je mehr weiß zu sehen ist, desto mehr Strom wird auch verbraucht. Und auf der zweiten Seite hier einmal der Alarmmodus, da sieht man den maximalen Verbrauch. Das heißt, im Alarmmodus, wenn beide Werte überschritten worden sind, also das heißt mit beiden LEDs an, haben wir einen Verbrauch von 66 mA. Ohne jetzt hier den Buzzer, also den Buzzer hatte ich da jetzt noch nicht mit drin, der wird dann auch irgendwie noch dazukommen, aber ohne Buzzer, der Vollalarm 66 mA. Und dass man weiß, wie lange man hier mit so einem 9 Volt Block auskommt, da habe ich mal so ein paar typische Werte reingeholt, die habe ich hier unten, da ist auch der Link dazu, wo ich die Werte her habe. Also jetzt hier ein Zink-Kohle 9 Volt Block, der maximal 300 mA Stunden hat, also das heißt, ich kann da maximal 300 mA eine Stunde lang rausziehen. Und wenn man dann so guckt, dann kann ich damit ja schon irgendwie, also beim vollen Alarm, man muss jetzt davon ausgehen, dass natürlich der Live-Modus die ganze Zeit läuft. Also ich kann da schon eigentlich gut 10 Stunden mitarbeiten. Da würde ich jetzt ungefähr mal so ausgehen, wenn man sich so eine günstige Zink-Kohle-Batterie holt, dass man da ungefähr weiß, wie lange das Ganze funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich auch so über ein paar Reaktion auf das Ganze freuen. Das ist natürlich auch ganz nett, wenn da irgendjemand mal so seinen Senf zugibt. Auch negative Kritik ist erwünscht. Aber wie gesagt, jetzt sind wir hiermit erstmal durch mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Parallel dazu bin ich ja noch an diesen ganzen anderen Sachen dran. Ihr wisst ja hier mit dem Magnet sprechen, beziehungsweise mit der Magnetkommunikation. Da bin ich auch so nach einigen Rückschlägen so ein bisschen weitergekommen. Also, als wenn man da irgendwie von irgendwoher, ich sag mal, ja, manipuliert wird. Also da ist so einiges immer schief gegangen. Viele Mikrofone sind ins Land gegangen. Aber ich denke, dass ich da jetzt einen guten Weg gefunden habe. Aber dazu werdet ihr dann auch noch informiert, wenn es da was weiteres gibt, was Neues. Und ja, jetzt kann ich nur nochmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch oder Daumen runter. Ich wünsche euch was. Das Auge Zix. Haut rein. Horido. Ciao.